Leute, und willkommen zu einem neuen Projekt von mir, eurem Dead Saljin. Das Spiel heißt Plug-in. Und ja, worum geht's in diesem Spiel? Es ist relativ schnell erklärt. Wir wir erschaffen den ultimativen Virus, der die Menschheit. Also Ziel des Spiels ist es, die Menschheit auszurotten. Ich finde das Spiel an sich ziemlich lustig, also ziemlich interessant gemacht. Für all diejenigen, die mal die ganze Menschheit ausrotten wollen, ohne das in Wirklichkeit machen zu wollen, hier habt ihr eure Chance dazu. Ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten, vom Bakterium über Virus bis hin zum Necroavirus, Nanovirus, Biowaffen, alles mögliche. Sogar die Affengrippe vom Film Planet der Affen Revolution ist vorhanden. Im Laufe dieses Let's Plays werde ich versuchen, die anderen Virussorten, also die anderen Sorten von Krankheiten, freizuspielen. Wie ihr seht, hier steht extra drin, gewinne das Spiel als Bakterium auf normal oder höher. Ja, und so führt sich das dann halt fort. Und das ist halt mein Ziel, dann am Ende alle mal gespielt zu haben. Und ich würde sagen, ich habe es jetzt nur einmal auf leicht angespielt. Hab den Virus nach meiner besseren Hälfte benannt. Aber aber das werde ich jetzt ändern. So, freigeschaltete Gene haben wir 2. Habe ich 2%. Das ist einmal hier dieser Trockenbonus, weil ich einmal auf leicht geschafft habe. Und dementsprechend Cheats. Ach lol, man kann sogar Cheats freispielen. Okay. Wir spielen auf normal im Laufe des Let's Plays. Weil ansonsten haben wir ja gar keine Chance, die weiteren Spielmodis freizuschalten. Also die weiteren Viren etc. pp. So. Wie gesagt, ich habe den nach meiner besseren Hälfte benannt. Aber jetzt in Anlehnung an einen lieben YouTube-Kollegen, den der ein oder andere von euch vielleicht auch kennt, benenne ich den Virus nach Virus V9. Freundlich Grüße an der Stelle hier von mir. Vielleicht schaust du das ja auch zufällig. So. Alles klar. Willkommen bei Plug-in. Deine Wahl Bakterie. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Startgebiet wählen. Wähle das Ursprungsland deiner Seuche. Durch das Anklicken der jeweiligen Länder erhältst du mehr Informationen. Wenn du deine Wahl getroffen hast, klicke auf die Startblase und zum Bestätigen an oder klicke stattdessen auf ein anderes Land. Alles klar, jetzt suchen wir uns erstmal hier ein Startland aus. Hier haben wir zum Beispiel Russia. Dann haben wir hier Kasachstan. Hier unten ist Australien. Also ziemlich gut hier. Westafrika, Südafrika. Hier haben wir Bolivien, Brasilien, USA, Kanada. Also sind einige Länder vorhanden. Hier haben wir Deutschland. Ich würde sagen, ich suche mir jetzt mal irgendwo ein Land, was eine schöne Bevölkerungsdichtung hat. Und auch hier Flughafen und Hafen am besten. Ja, ich würde sagen, gucken wir mal, was haben wir hier unten. Hier haben wir immerhin 2 Häfen. Sollen wir direkt nach Amerika einwandern? Nee. Ich würde sagen, probieren wir mal unser Glück mit China. Die haben, oder? Indien? China, Indien? Ich meine, Indien hat eine 1,37 Milliarden Bevölkerung. Ich denke mal, das ist doch ein guter Startpunkt. So, fangen wir an. So. Virus V9 befällt Indien. Virus V9 hat den ersten Menschen infiziert, Status schwach und an hohe Temperaturen gewöhnt. Mit DNS-Punkten weiterentwickeln, um mehr Menschen zu infizieren. So. Ziel ist es halt, so, alle Menschen zu infizieren und halt auszurotten. Aber um das zu schaffen, müssen wir halt versuchen, erstmal eine lange Zeit unerkannt zu bleiben. Sprich, ja, sodass uns keiner entdeckt, sodass wir halt uns schön verausbreiten können. So, ich stelle das hier auf schnell, wenn ich irgendwas zerplatzen lassen muss, wie jetzt hier gerade eben diese Blase.
drücke ich schnell auf Leertaste, weil mit Leertaste, wenn ich da einmal drauf drücke, gehen wir in den Pausemodus. So, und wie ihr seht, hier breiten wir uns ganz langsam aus. Goldman Stanley Bankenkrise. Die Investmentbank berichtet von katastrophalen Verlusten nach technischen Fehlern in ihrem Zufallszahlengenerator. Ja, das klingt ja sowieso schon genial. Zufallszahlengenerator bei einer Bank. Ich meine, ist ja sehr... egal. So, Virus V9 beginnt sich auszubreiten. Virus V9 breitet sich in Indien von Person zu Person aus und wird exponentiell zunehmen. Du kontrollierst die Seuche indirekt, indem du sie weiterentwickelst. So, jetzt heißt es halt erstmal warten. So, Tipp. Berühre DNS-Blasen für DNS-Punkte. Zerplatze zufällig auftauchende orangene DNS-Blasen, um zusätzliche DNS-Punkte zu halten. Hier unten links. die du zur Entwicklung deiner Krankheit einsetzen kannst. Zack, machen wir. Die verschwinden auch mit der Zeit wieder, deswegen muss ich da dann auch halt, um auf sicher zu gehen, dass ich die auch kriege, halt auf Leertaste drücken und dementsprechend, ja, ist das halt so ein Start-Stop-System. Verwende DNS-Punkte für Entwicklung. Du hast mehr als 15 DNS-Punkte. Setze sie ein, um Virus V9 weiterzuentwickeln und mehr Menschen zu infizieren. Indem du die Krankheit-Schaltfläche links unten drückst. Das ist hier diese. Ich weiß jetzt gerade nur nicht. Ich stopp mal. So, jetzt haben wir hier. Das ist unser Virus. Das ist Virus V9. Hier haben wir einige Daten dazu. Startdatum war der 28.08.2014. Übrigens das heutige Datum. Seuchentyp Bakterie, Genkomplexität einfach, tägliche Infektion momentan 2, durchschnittliche Infektion 1 und so weiter und so fort. Hier kriegen wir dann halt alles Mögliche erklärt. So, dann haben wir hier Entwicklungsverlauf, Übertragungssorten, verschiedene Übertragungsarten. Dann haben wir hier einmal Vogel über Vögel. Vögel werden anfällig gegenüber Infektionen. Dadurch erhöht sich Ansteckungsgefahr, Landübertragung und Mutation. Ja, das hier ist genau das, was ich zu verhindern möchte erstmal. Am Anfang. Weil willkürliche Mutationen sind hier Symptome meistens. Und Symptome heißt wiederum Entdeckungsgefahr und das müssen wir jetzt versuchen zu verhindern. So, dann haben wir hier Nagetiere. Gewöhnlicher Floh, anfällig gegenüber Infektionen, erhöht Ansteckungsgefahr, vor allem in urbanen Regionen, sowie Mutationen. Tiere haben immer den Nachteil Mutationsgefahr. Insekten sind leicht zu infizieren. Überträgerinsekten erhöhen Mutationschance und Ansteckungsgefahr, vor allem in heißen Klimazonen. Das sind also Sachen, wo ich persönlich sage, erst gegen Ende, wenn wir schon fast alles infiziert haben. Dann kann man das noch zusätzlich nehmen, um halt Mutationen hervorzurufen. Viehbestand anfällig gegenüber Infektionen. Erhöht Ansteckungsgefahr, vor allem in den ländlichen Gebieten, sowie Mutationen. Seht ihr, wieder Mutation. Ja, Blut. Organismen können sich von Blut zu Blutkontakt ausbreiten. Erhöht Ansteckungsgefahr, vor allem in armen Regionen, sowie Mutationschancen. Alles nicht das, was ich haben möchte. Erreger überlebt im sauberen, warmen Wasser, erhöht Ansteckungsgefahr in feuchten Gebieten sowie Übertragungen auf Schiffen. Das ist wieder, wie ihr seht, hier relativ geringe Chance auf Mutation, also das ist schon mal eine gute Idee. Erreger werden von Staubpartikeln übertragen, erhöht Ansteckungsgefahr vor allen Dingen in trockenen Gebieten sowie Übertragungen in Flugzeugen. So, das sind halt die beiden Dinge, wo ich sage, das ist fürs Early Game. Das kann man am Anfang machen. Der ganze Rest hier, die linken Sachen wegen Mutationen und so, vor allen Dingen hier diese Insektenmutation, ja, ist eher was fürs Endgame, wenn man halt wirklich schon fast alles infiziert hat und dementsprechend halt Mutationen erwünschenswert sind. Das sind nämlich hier solche Symptome, wie zum Beispiel, nur mal um euch mal eben kurz so zwei, drei Beispiele zu zeigen, weil ansonsten halten wir uns hiermit zu lange auf. Ausschlagsymptom, Blasen überzogen und schmerzt, Ansteckungsgefahr wird leicht erhöht, dann haben wir hier Anämie,
Ein Rückgang der roten Blutkörperchen oder des Hämoglobins im Blut kann Sauerstoffmangel in den Organen hervorrufen. Und so weiter. Dann haben wir Schlafstörungen. Menschen sind ausgelöst durch... Was? Menschen sind ausgelöst durch Schlafstörungen, gereizt und weniger produktiv. Deswegen, das sind halt so Sachen, da muss man halt, das sind so Sachen, die sollte man am Anfang verhindern, weil das alles zur Entdeckung führen kann. Also höhere Wahrscheinlichkeit halt zur Entdeckung zu führen. Und dementsprechend so. Jetzt kommen wir aber in den Bereich, wo es interessant wieder wird für uns. Das sind Fertigkeiten unseres kleinen Bakteriums hier. Wir haben hier zum Beispiel Bakteriumswiderstandsfähigkeit, entwickle bakterielle Mantel zum Schutz gegen alle Klimabedingungen, kann man entwickeln. Dann haben wir hier Kälteresistenz, Wärmeresistenz und hier Arzneimittelresistenzen. Das ist auch sehr gut, vor allen Dingen gegen Forschungen und so. Dementsprechend würde ich sagen, um uns besser verbreiten zu können, entwickeln wir jetzt erstmal das hier. Und Übertragung gehen wir dann später hier auf Luft und Wasser ein bisschen. Damit wir uns dann besser verteilen. So, aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Virus V9 wurde erfolgreich weiterentwickelt. Du hast deine Krankheit mit DNS-Punkten weiterentwickelt. Weitere Optionen sind aufrufbar. Zerplatze Biogefahrblasen und infiziere Menschen für weitere Punkte. Zack. So, jetzt heißt es jetzt halt warten und ich habe jetzt schon auf schnellste Geschwindigkeit gestellt, deswegen dürfte das alles eigentlich relativ schnell gehen. Tipp, Länder informieren. Um mehr über ein Land zu erfahren, drücke den Namen des Landes am unteren Bildschirmrand und öffne das Ländermenü. Drücke das I oben links, um noch mehr Infos zu erhalten. Das wäre dann hier, könnte man dann gucken, über verschiedene Länder kann man sich dann informieren, theoretisch. Oder auch wenn ihr hier klickt, hier, dann habt ihr hier Zeichen, was können die, was hat der, was, die haben Grenzen, zum Beispiel einen Flughafen und einen Schiffshafen. Wie viele gesunde Leute da noch sind, was hier für Eigenschaften sind. Hier zum Beispiel kalt, ziemlich kalt hier in Russland, feuchtes Gebiet. Und so weiter. Danach kann man sich dann halt dann sein Virus weiterentwickeln. Wenn man merkt, ach guck mal, da kommen wir jetzt gerade nicht hin irgendwie, weil, weiß ich nicht, Kälte, zu unser Teil nicht kälteresistent genug ist, etc. pp. So, wollen wir mal weiter gucken. Oh, langsam. So. Virus V9 infiziert Hunderte. Virus V9 hat Hunderte in Indien infiziert. Was die Chance vergrößert, dass infizierte Personen gesunde Personen infizieren. Entwickle deine Krankheit weiter. Alles klar, machen wir das mal. Wir haben jetzt gerade 20 Punkte. Ich würde sagen, da wir sowohl das einmal als auch das hier einmal haben wollen, entwickeln wir die. Zack. Und zack. So, jetzt haben wir sowohl die bessere Möglichkeit über Flugzeug als auch über Schiffe uns übertragen zu lassen. Und das sieht man dann schön daran, wenn hier irgendwann mal so ein rotes Flugzeug oder ein rotes Schiff herfliegt oder herfährt, da ist dann eine infizierte Person drauf und so breiten wir uns dann nach und nach dann immer weiter aus. Natürlich ist die Chance höher, sich in andere Gebiete auszutragen, wenn Landesgrenzen da sind oder so. Virus V9 hat Tausende in Indien infiziert. Die Menschen erkranken immer schneller. So, wenn wir jetzt hier mal gucken auf Welt, dann sehen wir hier schon 14.000, fast 20.000 Menschen infiziert. Jetzt geht's langsam rucki-zucki, weil jetzt geht's schnell. So, hier war eine neue Blase für DNS-Punkte. So, ja, guck, wir haben fast die 1 Million Menschen geknackt. So, da haben wir sie. So. Virus V9 erreicht Südafrika. Südafrika wurde infiziert. Deine Krankheit ist auf dem besten Weg, zu einer Seuche zu werden. Wenn ein neues Land infiziert ist, zerplatze die rote Blase für Bonus-DNS. Zack, zack. Da entwickelt sich weiter. Virus V9 hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als Tuberkulose. Eine sehr ansteckende Krankheit. 7 Millionen, fast. Ja, jetzt sind wir bei 12 Millionen. Ja, jetzt geht's rapzap hier. Da habt ihr, seht ihr den Strich, da war ein Flugzeug
von dem Flughafen zu dem und wir haben Amerika erobert. Hier haben wir gerade, was haben wir hier? China. Virus V9 infiziert weitere Länder. Virus V9 infiziert mehr Länder. Steuere die Ausbreitung, indem du die Übertragungsmerkmale im Krankheitsmenü weiterentwickelst. Ach Quatsch. So, hier die Punkte dürfen wir nicht vergessen. Berühre Infektionsblasen für DNS-Punkte. Rote Infektionsblasen erscheinen, wenn du ein neues Land infiziert hast. Zerplatze sie für zusätzliche DNS-Punkte, die du zur Entwicklung deiner Krankheit einsetzen kannst. So, hier sehen wir gerade, hier ist ein rotes Schiff. Und jetzt gucken wir nochmal. So, wir haben jetzt hier Ausbreitung, sind wir okay. Das reicht mir jetzt gerade erstmal für den Anfang. Jetzt geht es erstmal hier an die Resistenzen weiter. Wir brauchen auf jeden Fall hier weiter in diese Richtung müssen wir. Hier, das entwickeln wir mal. Dann hier den Schutzmantel entwickeln wir. Und so werden wir ja auch immer resistenter. Auch für die, gegen die, später werden die Menschen, wird die Menschheit eine Forschung, die ist hier, diese Leiste, anschlagen, damit sie halt uns kriegen. Tipp, das Weltmenü enthält nützliche Daten. Jetzt, da sich Virus V9 auf der ganzen Welt ausbreitet, auszubreiten beginnt, verwende das Weltdatenmenü unten rechts, um zu sehen, welche Länder nicht infiziert sind. Noch nicht. Ansteckend als HIV. Virus V9 hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als HIV, eine extrem ansteckende Krankheit. Oh, wir gehen jetzt schon... Virus V9 hat... Da, das meine ich. Dieses zufällige Mutieren von irgendwas... Kostet uns zwar keine Punkte hier unten, jetzt erstmal, aber das wollen wir nicht, weil das hilft uns nicht weiter, unentdeckt zu bleiben. Deswegen entwickeln wir das zurück. Ja, einmal zurückentwickeln. Jetzt haben wir 10 Punkte. Und könnten hier mal weiter gucken. Hier gibt es dann Genumbildung, hier haben wir eine zweite Verhärtung. Kälteresistenz brauchen wir auf jeden Fall auch. Gleich noch. Aber erstmal gehen wir hier weiter hier hin. Und dann gucken wir mal weiter. Weil wir müssen ja auch irgendwann hier in die kälteren Regionen rein. Und da brauchen wir halt ziemlich hohe Kälteresistenz. So, Europa, England ist schon infiziert hier. Hier unten geht es auch langsam weiter. Und wie ihr seht, es wird immer roter. Am sinnigsten ist es, erst halt Symptome zu entwickeln, die auch tödlich sein können, wenn die Welt so weit infiziert ist alles. Irgendwann gibt es ja auch dann so eine Nachricht von wegen, oh, der letzte gesunde Mensch wurde infiziert. Und dann solltet ihr genug Punkte haben, um dann... neue Gesundheitsrichtlinien für reiche Länder. Wohlhabende Länder haben neue Gesundheitsrichtlinien verabschiedet, die sie weniger anfällig gegenüber Erkrankungen machen. Okay, das heißt, sie sind jetzt anfälliger, oder was? Was haben wir hier? Frankreich wurde infiziert. Deutschland hat noch keine Infizierten, aber da Frankreich ja direkt an der Grenze ist und so weiter. So führt sich das dann jetzt fort. Hier unten. So, jetzt wollen wir mal hier weiter gucken. Wir können hier rein investieren, aber ich möchte gleich dann erstmal jetzt noch einen Punkt warten, bis dass wir dann die zweite Resistenz gegenüber Antibiotika und so haben. Genau diese meine ich. Zack. Entwickeln. So, jetzt haben wir, wenn wir die hier haben, dann sind wir schon mal ganz gut geschützt, plus das hier. Dann kann man auch mal weiter gucken. Was man dann noch so Schönes entwickelt. Hier haben wir eine neue, haben wir weitere Länder, sind wir hier am Erobern. DNA-Blasen, Länderblasen. So, aber ich merke gerade, das Spiel ist nichts für Epileptiker oder die anfällig sind für Epileptiker. Zumindest nicht, wenn man es so schnell stehen hat, wie ich jetzt hier.
Zack. So, wie ihr seht, jetzt kriegen wir langsam fast so nach und nach alle Länder. Wenn wir jetzt hier mal gucken, hier, da sieht man links, die sind noch nicht befallen, rechts, die sind befallen. Hier sieht man es dann auch schön auf dieser Karte. Blau ist noch nicht befallen, rot ist schon hat schon angefangen, sich zu vermehren, das Ganze. 20% der gesamten Welt wurde infiziert bislang. Huch, jetzt habe ich einmal aus Versehen auf Leertaste gedrückt. Zack, zack. Oh, da, jetzt geht's weiter. Es waren jetzt mal eben 5 Länder, die infiziert wurden. 6. 7, das war nämlich hier unten Mexiko. Da werden weitere Länder infiziert. Sehr schön. Und wir haben 22 Punkte. Hierfür bräuchten wir 27, hierfür 14. Entwickeln wir erstmal hier diese Resistenz. Dann haben wir nämlich hier Bakterienwiderstandsfähigkeit 3. Praktisch undurchdringlicher Bakterienmantel, der die Überlebensfertigkeit von Bakterien in allen Klimaregionen weiter verbessert. So, das müsste uns dann auch weiter verbessernde Chance geben auf Übertragungen in andere Länder. Da wir dieses Startgebiet hier gewählt haben, haben wir sowieso eine erhöhte Verträglichkeit mit wärmeren Regionen. Das war Russia. Am schwersten ist es für mich, finde ich persönlich, hier oben irgendwo hinzukommen. Island und Grönland, weil es halt ziemlich kalt da ist. Ist schwer dran zu kommen dann. Deswegen wir jetzt auch, sobald wir können, jetzt hier mal einen Punkt noch in Kälteresistenz stecken. Das dürfte schon mal weiterhelfen. So, dann wollen wir nochmal auf der Weltkarte gucken. Ja, wie ihr seht, es ist kaum noch was nicht befallen. Nur noch ein paar kleinere Dinge, die nicht befallen sind von den Ländern her. So, aber in dem Falle mache ich jetzt hier einen kurzen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.